Genau. Genau. Ja, bevor wir so ins Gespräch gehen, wollen wir vielleicht so ein, zwei Minuten irgendwie mit den Leuten mal zusammen atmen, sodass man so eine leichte Idee bekommt, was für einen Effekt das Ganze haben kann. Hättest du da was? Ja, klar, natürlich, gerne. Also es gibt ja sehr viel, wenn du gerade im Internet guckst nach Atemtechniken, findest du häufig so diese Wim Hof-Methode und so weiter, ne? Sehr, sehr energetisierend. Und es gibt dann natürlich die yogischen Atemtechniken, die in der Regel so ein bisschen runterfahren sind. Was ich besonders schön finde, ist eine Kombination aus den beiden, die ich aus dem Qigong kenne. Das ist jetzt auch nichts Neues, nicht das Rad neu erfunden, aber die Kombination ist sehr geil, weil wir erst einmal tief unten in den Bauch atmen und dann nehmen wir diese vollen, tiefen, energetischen Atemzüge und dann atmen wir wieder in den Bauch rein. Das heißt, wir gehen runter, fahren hoch, fahren wieder runter und ich finde das super angenehm. Ich mache das morgens sehr gerne. Ich habe es heute Morgen im Park im Sonnenschein gemacht. Und das können wir vielleicht mal kurz Optimal, ja. Sehr gut. ausprobieren. Ja. Genau, dann würde ich dich und alle, die jetzt zuschauen, zuhören, einladen, vielleicht mal kurz die Hände auf den Bauch zu legen. Genau, Auch nicht am einfach zu. Steuer und nicht in der Badewanne, ne? Vielleicht noch kurz dazu sagen. Ja, genau. Guter Punkt. Ja, genau. Disclaimer immer als erstes. Also dann, wenn du gerade auch die Augen zumachen kannst und gerade auch keine Maschine fährst, dann ist das okay. Genau. Cool. Und dann vielleicht mal kurz aufrecht sitzen, die Ohren über den Schultern, die Schultern über der Hüfte, die Arme, die Hände auf den Bauch gelegt und einfach nur mal durch die Nase ganz ruhig und entspannt versuchen wir mal in den Bauch reinzuatmen und zu spüren, wie sich unsere Hände ausdehnen mit der Einatmung. Das heißt, ich atme ein in den Bauch, der Bauch dehnt sich so ein bisschen aus und mit der Ausatmung zieht sich der Bauch wieder nach innen. Ganz ruhig, ganz entspannt. Und wenn wir das ansteuern können, wenn wir in den Händen spüren, dass wir in den Bauch atmen, das fällt gar nicht jedem immer so direkt leicht, das ist einfach nur eine Trainingsfrage. Dann versuchen wir mal doppelt so lang auszuatmen, wie wir einatmen. Lass uns mal drei Takte einatmen und sechs Takte wieder aus. Das steuert nämlich richtig schön unsere Entspannungsreaktion an. Also drei ein, sechs aus und wir atmen zusammen. Ein, zwei, drei und aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ein, zwei, drei, aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das machen wir einfach ein paar Mal. Und wenn sich das für dich gut anfühlt, kannst du auch auf 4 zu 8 wechseln. 4 ein, 8 aus. Nur mal ein paar tiefe Atemzüge für dich in den Bauch. Jawohl, und allein dieses bewusste, achtsame Atmen bringt uns schon in den Körper und fährt uns so ein bisschen runter. Und jetzt schalten wir den Gang hoch, legen eine Hand auf den Bauch, auf die Brust. Und jetzt nehmen wir tiefe Atemzüge durch den Mund ein und aus. So dieses Hof-Atmen quasi, ne? Wir nennen das im Qigong auch die Kriegeratmung. Das erste ist die Gelehrtenatmung, jetzt kommt die Kriegeratmung. Also tief in den Bauch rein, dann hoch in die Brust. Das ist dieses und aus. Und aus. Genau, und tief. Und aus. Zirkulär. Und aus. In den Bauch, in die Brust, bis in den Kopf. Und aus. Noch fünf Stück davon, ganz entspannt. Tiefe, volle Atemzüge. Und noch zwei. Und jetzt mit der letzten Einatmung halten wir die Luft an. Tief ein. Halte die Luft. Halte die Luft kurz an und spüre einfach nur in deinen Körper hinein. Beobachte, was du fühlen kannst. Vielleicht ein bisschen Kribbeln, vielleicht ein bisschen Temperaturveränderung. Und dann ganz langsam durch den Strohhalm pusten wir aus.
Genau. Und dann atmen wir wieder natürlich durch die Nase, wieder in den Bauch hinein. Atmen wir geleert und ganz entspannt. Super. Ja, genau. So sind wir doch im Flow, ganz optimal. Und ich finde das echt wunderbar, ne, wenn du dich allein darauf konzentrierst, wie du bei dem ersten Atemstil, nämlich dem langen Ausatmen, auch wirklich so runterfährst, wie du richtig merkst, wie dein parasympathisches Nervensystem anspringt, ne, dieses Rest and Digest und komplette Ruhe. Und wir jetzt mit der zweiten Atmung eben uns wieder so ein bisschen auf so eine ganz angenehme Weise aber hochgefahren haben, ne, sondern so eine Aufmerksamkeit, so eine Klarheit hergestellt haben. Und das ist nur so eine ganz kleine Idee von dem, was Breathwork so kann, ne, wenn man es auch länger macht als 3 Minuten.